Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. So, ich habe es bis zum nächsten Resonanzpunkt geschafft. Ihr habt nichts verpasst. Es ist auch nichts Spannendes passiert. Und ja, ich habe mich ja hier immer halb zu Tode gesucht wegen diesem Resonanzpunkt hier. Und der ist unter uns. Und ja, das, was hier direkt vor meiner Nase hing, habe ich natürlich nicht gesehen, diesen Schaltkasten. So, und jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, das wird genau das gleiche Rätsel sein, das wir schon vor ein paar Folgen hatten. So, der macht 5. Huch. Sechs. Fünf, sechs, zwei und vier. Gut, das war einfach. Und was ist jetzt wo aufgegangen? Es hat geklickt. Ja, dieser Resonanzpunkt zeigt ja eben an, dass das. Dass das unter uns ist. Ausgerechnet so eine. Und bei mir sieht es mit Munition echt schlecht aus. Die haut jetzt natürlich nicht ab. Ich habe wirklich nichts mehr. Keine Spritzen mehr, kein Erste-Hilfe-Koffer mehr. Zwei Harpuner-Bolzen haben wir noch. Aber ihr habt ja gesehen, was sie alles braucht. Und ich wage es zu bezweifeln, dass ich die mit dem Harpunerbolzen in den Kopf treffe. Schon gar nicht aus der Bewegung raus. Haut halt schon heftig zu. Und die Würmer. Wow. Die hat uns abgestochen. Ach du grüne Neune. Ganz schlecht. Also hier sind auch noch ein paar, das weiß ich. Ja, super, wie kommen wir jetzt die da hin? Da liegt einer auf der Straße, der hundertprozentig auch nicht tot ist. Und ausgerechnet so eine alte mit dem Beil. Kletter doch einfach über den Zaun und geht. Genau, geht da drin spielen.
Kann ich höchstens versuchen, die rauszulocken. Nein! Ha! Das war jetzt ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Die kommen garantiert da rein. Wir können jetzt bloß wieder Kamikaze rausrennen und dann die Klappe da. Da rein. Geh runter! Los! Komm bloß nicht hinterher. Toll, da unten ist wieder irgendwas. Die Kiste nicht auf. Super. Union Sicherheitskarte. Was ist davon? Ist keine Munition. Ich denke mal, die Sicherheitskarte ist wahrscheinlich für hier. Da kann ich jetzt auch bloß rätseln.
Was ist da Hübsches drin? Explosivbolzen. Oha, da geht's sogar nochmal hoch. Was haben wir hier? Anfrage zur Entsorgung. Betreff Vorfallsbericht. Etwa gegen 14.30 Uhr betrat Einwohner Nummer 00253 namens Union Jonathan Stevens unerlaubt den Mobius-Bereich und hatte Zugang zu vertraulichem Material. Die Gefangennahme und Neuprogrammierung war leider keine Option. Einleitung von CETA-5 Notfallmaßnahmen erforderlich. Er bitte Entsorgungseinheit bei Union Auto Repair. Aha. Also haben sie ihn kalt gemacht. Die, wo da draußen sind, kommen da, glaube ich, nicht durch die Tür, oder? Super! Bleib bloß draußen! Ja, ja, Sicherheitskarte. Raster von was? Aha. Wo sind was die? Was ist das? Oh, verflixt! Todrettel! Wo sind die anderen zwei jetzt hin? Aha. Keine Ahnung, wie sollen wir das jetzt rausfinden? Steht da irgendwo was an der Tür oder so? B34. Ach so, nee, Gott, das sind ja vier. Das war nicht so schlau. Naja, vielleicht 555, hä? Error. Ich habe keine Ahnung. Und noch dazu keine Munition. Guck mal die Leiter hoch. Ist auch gespeichert. Toll. Da sitzt schon wieder einer. Und da ist eine Falle. Ah, ich glaube, da müssen. Ach, da explodiert die. Okay. Oh.
keine Munition mehr. Aber hier könnte ein bisschen was rumliegen, so wie das aussieht. Schlaf weiter. Bin gar nicht da. Jetzt kommt schon, seid nicht so geizig. Was war jetzt das? Was tut denn da so? Mehr. Hey, wo ist denn der? Da. Aktion. Super. Oh Gott. Was erlaubt er sich da rauszuspringen? Und ich wollte mich anschleichen. Wie kommen wir jetzt da rein? Und der Vogel sitzt da auch noch. Ah, ich hätte gerne Munition. Munition wäre echt toll. Nix. Munition. Immerhin. Es hat gespeichert. Ach, hier geht's raus. Hä? Dann können wir den da jetzt aber auch nicht tothauen. Mit eigener Axt. Ah, da seht ihr, wir haben Schießpulver gekriegt. Sehr schön. Ja, da muss ich eigentlich bloß noch das... mit der Karte rausfinden.
Da bitte nicht spoilern. Also bitte nicht verraten. Irgendwie werde ich es schon rauskriegen. Ja, dann würde ich aber sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, passt auf euch auf und ich sage Tschüss.